Sind die Importbeschränkungen der EU für Kaliningrad rechtens? Es gibt in der Tat zwischen der Europäischen Union und Russland vertragliche Regelungen zum Transit für Kaliningrad, weil Kaliningrad natürlich als Enklave bzw. Exklave auf diesen Transit angewiesen ist. Das wurde jetzt durch die Sanktionen sozusagen überdeckt. Die EU-Kommission stellt sich auf den Standpunkt, dass das eben rechtens ist, auch weil ja nicht alle Güter von dieser Blockade betroffen sind, sondern nur ganz bestimmte, und zwar die, die von den europäischen Sanktionen betroffen sind. Wieso sind die Importbeschränkungen nicht früher in Kraft getreten? Das hängt einfach damit zusammen, dass die entsprechenden Güter, die jetzt blockiert werden, erst seit vergangener Woche oder seit Ende vorletzter Woche sanktioniert sind. Also die EU hat ja mehrere Sanktionspakete erlassen und eins davon von Anfang April tritt erst jetzt in Kraft. Also es ist meistens so, dass Sanktionspakete eben nicht sofort mit Annahme in Kraft treten, sondern dass es eine Art von Übergangsregelung gibt. Die kann einige Wochen sein, manchmal auch einige Monate. Und damit hängt es einfach zusammen, dass diese Güter eben jetzt erst wirklich von Sanktionen betroffen sind. Und das wurde dann eben auch in diese Blockade vor Ort umgesetzt. Inwiefern spüren die Menschen in Kaliningrad die EU-Maßnahmen? Wir hatten direkt nach dieser Ankündigung Hamsterkäufe in Kaliningrad, weil die Leute einfach Sorge hatten, dass sie eben auch nichts mehr zu essen bekommen würden. Was eben unbegründet ist, weil Lebensmitteltransporte, wie gesagt, nicht betroffen sind. Nichtsdestotrotz müssen wir damit rechnen, dass es auf die Menschen zumindest kurzfristig durchaus Einfluss hat, eben weil die Wirtschaft, weil die Industrie von diesen Importen massiv abhängig ist. Russland kann zwar diese Blockade umgehen, indem es einfach die Güter per Schiff über die Ostsee nach Kaliningrad transportiert. Das dauert natürlich länger, das kostet auch mehr und das zu organisieren braucht Zeit. Wie könnte die russische Regierung auf die Beschränkungen reagieren? Also auf alle Fälle werden wir sicherlich keine militärischen Maßnahmen sehen. Das Baltikum ist ja Mitglied der NATO. Das heißt, das würde natürlich eine Konfrontation riskieren. Das wird Moskau sicherlich nicht tun. Aber es könnte unterschiedliche Maßnahmen im nicht-militärischen Bereich gehen. Der Klassiker sind natürlich Cyberangriffe. Man kann auch schauen, inwiefern man die Stromversorgung versucht zu blockieren, auch weil Kaliningrad über die Stromversorgung angebunden ist. Und das sind Sachen, auf die wir schauen müssen, denn russische Offizielle haben ja auch gesagt, dass die Gegenmaßnahmen, die man treffen wird, auch die Bevölkerung treffen wird. Und dementsprechend müssten wir eher auf so weiche Instrumente von russischer Seite schauen, die ja natürlich aber nicht desto trotz einen erheblichen Einfluss haben können. Wie könnte Putin die Stromversorgung des Baltikums einschränken? Das geht natürlich am ehesten über Cyberangriffe. Das ist mittlerweile Stromversorgung digital, insbesondere auch, oder wird digital kontrolliert. Das heißt, man könnte natürlich da einfach die Stromversorgung unterbrechen, entweder für bestimmte größere Unternehmen, für bestimmte Städte, sodass auch die Haushalte, also die Menschen betroffen wären. Das sind natürlich Möglichkeiten. Man kann versuchen, bestimmte Kraftwerke einfach vom Netz zu nehmen. Das sind grundsätzlich die Möglichkeiten, die man hat. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob das passiert. Andere Möglichkeiten sind natürlich, das haben wir auch schon gesehen im Baltikum, ja, dass man einfach ganz gezielt bestimmte Services, die die Regierung für ihre Bürger anbietet, offline nimmt. Also gerade in Estland beispielsweise, ein sehr großer Vorreiter der Digitalisierung, da läuft alles digital, ob sie ihren Ausweis beantragen wollen, ob sie ja irgendwelche Leistungen beantragen wollen. Und das heißt, man ist hier natürlich auch relativ vulnerabel gegenüber solchen Cyberangriffen. Welche Folgen hätte das für das Baltikum? Und das kommt natürlich dann auf die Länge und auf die Konsequenz an, mit der Russland das macht. Also wenn Russland es ernst meint und wirklich in der Lage ist, auch länger die Stromversorgung zu unterbrechen, dann hat das natürlich nicht nur, ich sag mal, humanitäre Konsequenzen, weil die Leute einfach ohne Strom in ihren Häusern sitzen und im Winter möglicherweise dann ja auch ohne Heizung, was ja noch viel gravierender wäre, sondern natürlich auch wirtschaftliche, weil welches Unternehmen funktioniert ohne Strom? Im Zweifelsfall gar keins. Die Balten haben vor allen Dingen auch seit dem großen Cyberangriff Russlands 2007 sehr viel in Cyberabwehr investiert. Es gibt mittlerweile auch Unterstützungsstrukturen von der NATO. Aber ja, wie lange das dauern würde, diese Stromversorgung wiederherzustellen, wie gut das geht, was
was vielleicht auch längerfristig nicht funktionsfähig wäre. Das kommt vor allen Dingen auf den Angriff an. Und da muss man eben doch sagen, wir haben den Cyberangriff 2007 auf Island gesehen, wo vor allen Dingen diese Serverstrukturen betroffen waren. Wir haben mehrere Angriffe in der Ukraine gesehen jetzt in den letzten Jahren, wo beispielsweise auch große Kraftwerke vom Netz genommen wurden. Das waren immer alles temporäre Sachen. Also das ging relativ schnell wieder zurück. Der Aufwand ist natürlich trotzdem riesig, um das zu reparieren. Die Frage ist, ob Russland jetzt hier wirklich mal, investiert, um es größer angelegt zu machen. Man muss natürlich von russischer Seite auch immer aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt. Denn die NATO hat zwar festgelegt, dass Cyberangriffe nicht erstmal grundsätzlich als Angriff nach Artikel 5 gelten. Allerdings, wenn sie sehr große Auswirkungen haben, können sie durchaus auch nach Artikel 5 eingestuft werden. Das heißt, da muss Moskau natürlich auch ein bisschen schauen, dass man so ein bisschen nicht die rote Linie überschreitet.